Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen 10 Flife-Lifehacks Videos, die nicht jeder kennt, beziehungsweise generelle Sachen über Flife, die nicht jeder kennt. Und ich probiere das heute deutlich kürzer zu halten als beim letzten Mal. Schaut auf jeden Fall Teil 1 an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Da sind auch schon einige Sachen dabei. Und falls ihr noch irgendwas wisst, was weder in Teil 1 noch Teil 2 vorkam, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Dann kommt es vielleicht im nächsten Video mit vor. Und starten tun wir heute mit Lifehack Nummer 1. Und zwar kann man sich in Flife die FPS anzeigen lassen. Ist bestimmt dem einen oder anderen von euch schon mal aus Versehen passiert. Dafür gibt es eine einfache Tastenkombination. Und zwar Steuerung F. Öffnet sich natürlich auch das Paar-Fenster. Aber jetzt seht ihr oben links im Bereich des Bildschirms die FPS, und deaktivieren kann man das Ganze dann einfach wieder mit Steuerung F oder wieder aktivieren auch wieder mit Steuerung F. Und das kann man auf jeder Echse machen. So, der nächste Lifehack ist ausschließlich für Blades. Und zwar kann man bei Blades ja zwei Waffen tragen, ausschließlich bei Blades. Und die Position der Waffen kann man ja festlegen. Also man kann in die erste Hand eine Waffe nehmen und in die zweite eine andere Waffe, logischerweise. Und diese Waffen kann man auswechseln, ohne dass man irgendwas auf der Tastatur betätigen muss, nur durch einen Mausklick. Und zwar nicht nur durch einen Mausklick, sondern durch vier ganz schnelle Mausklicks. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Und aus irgendeinem Grund habe ich gerade einen Anzeigefehler, deswegen wird die Lutzakas X teilweise nicht angezeigt. Also das sollte normalerweise nicht passieren. Aber wir haben jetzt die Waffen gewechselt, ohne dass sie im Inventory gelandet sind. Also ich meine, natürlich kurzzeitig war sie im Inventory, für eine Millisekunde gefühlt. Aber normalerweise sieht es ja so aus, ich mache einen Doppelklick hier drauf und dann nochmal einen Doppelklick da drauf und dann nochmal einen Doppelklick hier und zack. Oder ich muss halt dreimal eine Taste drücken, etc. etc. So hat man es halt direkt, dass man, wenn man wechseln möchte, aus welchen Gründen auch immer, dass man direkt viermal klicken kann, hat zwar es versaut, und dann wechselt er die Waffe. Und so einfach ist das Ganze auch schon. Oh nein, mein Inventory Pack ist abgelaufen. Und ich habe noch wertvolle Items darin, die ich unbedingt brauche. Jetzt muss ich mir einen neuen Inventory Bag kaufen, um diese Items rauszuholen. Stopp! Nein, muss man nicht. Sondern man kann einfach aus abgelaufenen Inventory Bags seine Items entnehmen, auch wenn sie in einem Stack gefangen sind sozusagen, also mehrere stackbare Items in einem Stack, kann man sich auch eine beliebige Anzahl daraus entnehmen. Das Einzige, was man natürlich nicht machen kann, ist neue Items in den abgelaufenen Inventory Bag einfügen. Aber Items herausnehmen geht immer, dafür muss ein Inventory Bag nicht aktiv sein. Das nächste ist eigentlich auch ganz simpel, dazu blende ich euch dann kurz was ein wahrscheinlich, und zwar beim Secret Room ist es so, wisst ihr wahrscheinlich alle oder die meisten von euch, wenn man in den Secret Room eintritt, der findet immer sonntags statt, das ist ein Gilden-PvE-Event, dann wird man automatisch aus der Party geworfen und man kann dann aber einer neuen Party joinen, beziehungsweise einer bestehenden Party, die außerhalb des Secret Rooms existiert. Also sie muss nicht zwingend im Secret Room erst erstellt oder eingeladen werden, sondern man kann auch von Leuten außerhalb des Secret Rooms eingeladen werden und ganz normal im Secret Room auch Link Attack benutzen und alle anderen Party-Skills. Der einzige Nachteil ist halt, dass wenn man den Secret Room betritt, dass man automatisch aus der Party rausgeworfen wird, aber man kann dann im Secret Room wieder in eine Party joinen und man kann ganz normal Link Attack und theoretisch auch Drop-Skills benutzen, wenn man das möchte. Als nächstes kommen wir zur Shortcut-Funktion in Flife, habe ich das Ganze jetzt mal getauft. Und zwar Shortcut im Sinne von, man kann sich so ziemlich alles, was man über bestimmte Menüpunkte oder auch den Chat erreicht, auf die Leiste legen und damit eben einen Shortcut erzeugen. Und zwar funktioniert das mit wirklich so ziemlich allem. Standardmäßig kennen die meisten Leute von euch wahrscheinlich, man hat auf K seine Skills und zieht sie in die Leiste, wie ich sie unten sich mal gemacht habe. Man zieht die Party-Skills in die Leiste, zum Beispiel für Link Attack und so weiter und so fort. Oder man zieht auch Items, Pet Food oder sowas oder Animationen bzw. Motionen und Emotes in die Leiste. Aber man kann noch viel mehr in die Leiste ziehen. Man kann wirklich alles in die Leiste ziehen. Man kann hier zum Beispiel Chat-Nachrichten in die Leiste ziehen, um Hallo zu schreiben, oder auch Party-Invites. Man kann Party-Invite irgendwas, kann man sich in die Leiste ziehen und dann wird dieser Spieler automatisch in die Party eingeladen und man muss nur einen Mausklick betätigen. Ist zum Beispiel sehr hilfreich, wenn man immer mit den gleichen Leuten in der Party ist. Genauso kann man sich jeden Menüpunkt bei Menü in die Leiste ziehen, zum Beispiel sein Quest-Tagebuch, also die Taste Q kann man sich in die Leiste ziehen. Man kann sich den Premium-Shop in die Leiste ziehen, damit kommt man automatisch in den Cash-Shop, nur wenn man da draufklickt. Es ist einfach eine Zeitersparnis, wenn man das halt mit vielen Sachen macht, die man sehr häufig benutzt, dann kann man sich da eine Menge Zeit ersparen. Und das Allerwichtigste, was die wenigsten Leute, glaube ich, wissen, aber den größten Impact auf das Game hat, ist, man kann sich den Action-Slot in die Leiste ziehen. Und das heißt, jetzt muss man nicht mehr so also seine Hand verkrampfen und C drücken, sondern jetzt habe ich den Action-Slot, das ist das Action-Slot-Symbol,
Taste C. Jetzt drücke ich einfach 1 und es wird der Action Sword aktiviert. Das ist vor allem, wenn man AOE-Klassen spielt, sehr hilfreich und kommt bestimmt dem einen oder anderen von euch zugute, der das bisher noch nicht wusste. So, das nächste ist eher etwas, das wahrscheinlich kaum jemand weiß, als ein Lifehack, aber ich zeige es euch trotzdem. Und zwar ist das folgendes: Wenn man ein volles Inventory hat und in eine Flugverbotszone fliegt, dann passiert folgendes: Dann kommt die Spam-Meldung, also wird die Meldung gespammt, dein Inventar ist voll, weil mein Inventory ist voll und ich kann halt das Board deswegen nicht einpacken. Und interessanterweise fliegt man dann automatisch gegen eine unsichtbare Wand, die eigentlich gar nicht da ist. Also, wenn ich jetzt hier etwas rüberziehe, fliege ich automatisch runter und dann kann ich schon passieren. Das heißt, hier ist gar keine unsichtbare Wand, aber die wird dann automatisch erzeugt, sobald das Inventar voll ist. Also, falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, was passiert eigentlich, wenn ich mit einem vollen Inventar in eine Flugverbotszone fliege, jetzt wisst ihr es. Premium-Gebiete begleiten uns in FLIVE von Anfang bis Ende im Endeffekt. Und wie man schneller auf ein Premium-Gebiet kommt, ist zwar nur eine minimale Zeitersparnis, aber man kann das Ticket doppelklicken und dann den Channel doppelklicken, statt den Channel auszuwählen und dann auf OK zu drücken. Ist nur eine minimale Zeitersparnis, aber so muss man die Maus zweimal bewegen. Wenn man den Channel direkt doppelklickt, dann spart man sich eine kurze Mausbewegung. Und das funktioniert natürlich bei jedem Channel. Einfach doppelklicken und man ist sofort im Premium-Gebiet. So, der nächste Tipp kommt vor allem Anfängern zugute, die noch nicht Level 20 sind, also im Normalfall noch nicht fliegen können, bis auf eine Ausnahme natürlich, die wir alle kennen. Und zwar ist das Problem, dass man zum Beispiel einem Berg begegnet, dem man nicht einfach so hochkommt. Ja, man ist von unsichtbaren Wänden blockiert, man hat einfach ein Problem, hinaufzugelangen. Und ein ganz einfacher Trick dabei ist, es ist nichts Weltbewegendes, aber man drückt einfach W und dann die Leertaste und hält beides gedrückt, also sowohl W als auch die Leertaste. Und dann, naja, es sieht nicht besonders schön aus, aber irgendwann wird man oben ankommen. Und im Normalfall funktioniert das bei so ziemlich jedem Berg. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, extreme Fälle, wo wirklich einfach nur eine steile, senkrechte Wand im Endeffekt steht. Dann kann es unter Umständen mal sein, dass das nicht funktioniert. Aber wenn man sich eine halbwegs, naja, kantige Stelle sucht, wo viele Ebenen dazwischen vielleicht noch sind, dann kommt man im Normalfall immer ans Ziel und vor allem in Flaris kann das unter Umständen sehr von Vorteil sein. Der nächste Lifehack funktioniert wieder nur, wenn man eine bestimmte Bedingung erfüllt. Diese Bedingung ist in dem Fall, den Sound zu aktivieren. Und wenn man das macht, dann hört man tatsächlich bei Monstern oder auch bei Bossen, wenn sie bestimmte Items fallen lassen, ein Klingeln. Und dieses Klingeln indiziert, dass man etwas Seltenes gedroppt hat, also einen sogenannten Rare Drop. Und das bedeutet, man sollte aufpassen, weil da liegt wahrscheinlich was, was ziemlich viel wert ist. Darunter fallen zum Beispiel Orichalcum und Moonstone, B-Karten, 4% Karten, A-Karten und 7% Karten, sowie alle Instanzwaffen-Drops, sprich Lutzakas-Waffen, Hernes-Waffen, Royal-Waffen, Ancient-Waffen, Behemoth-Waffen und so weiter und so fort. Also alles von einer sehr hohen Qualität, von einer sehr hohen Rarität, also wirkliche Rare-Drops eben. Und wenn man eben mit Sound spielt, dann hört man diese und kann eigentlich nicht übersehen, dass man was Seltenes gedroppt hat. Der letzte Lifehack ist, wenn man mit zwei Charaktern, was man normalerweise macht, FLIVE anfängt und gegebenenfalls ein Charakter deutlich schwächer ist als der Main Character, zum Beispiel beim Ringmaster, der Full Int oder sogar auch Full STA gestellt ist, kann man folgendes machen, und zwar ab Level 60 muss man ja Vene Guardian für die Second Job Change töten, was unter Umständen, zum Beispiel beim Ringmaster, der Full Int ist, beziehungsweise beim Assisten oder sogar Full STA ist, unter Umständen zu gewissen Schwierigkeiten führen kann, weil es einfach lange dauert, man hat eine schlechte Hitrate, es ist nervig. Und was man da machen kann, ist ganz einfach. Man kann beim ersten Mal, wenn man mit dem Main Character Level 60 erreicht und die Job Change schon vor dem Ringmaster macht, der zum Beispiel zu dem Zeitpunkt des Level 50 ist, kann man Vene Guardian einfach ein- oder zweimal töten, je nachdem, ob man Party Skills benutzt oder nicht, und zwei Herzen droppen. Und dann sammelt man mit beiden Charaktern jeweils eins dieser Herzen auf. Das heißt, der zweite Charakter, der niedriger ist und erst später Level 60 erreichen wird, hat dann das Herz schon. Und wenn er später Level 60 ist, dann geht man einfach mit dem Main Character wieder hin, der ja schon längst über Level 60 ist, tötet mit diesem Vene Guardian. Dafür muss man nur in der gleichen Party sein und dann kriegt der schwächere Charakter, der Vene Guardian unter Umständen nicht alleine besiegen kann, automatisch den Kill gut geschrieben. Und das heißt, er hat dann das Herz vom vorigen, also vom ersten Mal, als man Vene Guardian getötet hat, und den Kill vom zweiten Mal, wohin der Main Character gekillt hat. Das heißt, der zweite Charakter muss Vene Guardian nicht ein einziges Mal töten und man kann trotzdem mit beiden Charaktern easy die Job Quest abschließen und hat keinerlei Probleme. Und damit war es das auch schon wieder mit den 10 Lifehacks, diesmal deutlich kürzer gehalten.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch was gezeigt, was ihr noch nicht wusstet. Und wie gesagt, wenn ihr was wisst, was ich immer noch nicht in den Videos mit eingebaut habe, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann wird das eventuell in dem nächsten Video mit dabei sein. Und damit bis zum nächsten Mal. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Ciao, ciao.